Divi Medizin mit Waltraud Riemer. Ich grüße Sie zu unserer Sendung. Heute ein Thema, das ganz, ganz viele Frauen betrifft. Regelschmerzen, das kennt nämlich wirklich fast jede Frau. Aber ständig wiederkehrende Menstruationsschmerzen, die müssen nicht normal sein. Jährlich erkranken etwa 30.000 Frauen in Deutschland neu an Endometriose. Bis zu 15% der Frauen können betroffen sein und das sind dann fast 6 Millionen Frauen in Deutschland. Unter Umständen kann die Endometriose als Erkrankung in Erscheinung treten, die zu erheblichen Einschränkungen auch der Lebensqualität im Alltag führen kann. Leider wird diese Erkrankung häufig spät erkannt und viele Patientinnen berichten dann über einen oft langen Leidensweg, bevor diese Diagnose gestellt wird. Wissen Sie, was Endometriose ist? Endometriose? Oh, also so aus dem Stegreif jetzt? Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich habe es schon mal gehört, aber was es ist, tut mir leid, da muss ich jetzt passen. Endometriose. Das ist bei einer Frau, wenn sich da irgendwie so Schleimhaut absetzt im Körper und sich so verteilt, so im ganzen Körper und das muss halt behandelt werden. Als junges Mädchen bekommt man ja gesagt, es ist normal, die Regel ist schmerzhaft, man soll sich keine Gedanken machen. Ich habe es ausgehalten. Und habe gedacht, okay, die Regel ist eben schmerzhaft und Augen zu und durch. Ein typischer Leidensweg. Rund jede 10. Frau in Deutschland leidet an Endometriose. Die Wucherung der Gebärmutterschleimhaut gehört zur zweithäufigsten gynäkologischen Erkrankung und zu einer der unbekanntesten. Häufig wird aufgrund der irreführenden Symptome zunächst die Pille verschrieben, die kurzzeitig auch Abhilfe schaffen kann. Doch die ist meist nur vorübergehend. Als Endometriose bezeichnet man den vom Zyklus ausgelösten Wachstum von Zellen der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Diese setzen sich häufig im kleinen Becken, auf den Eierstöcken oder am tiefsten Punkt des Bauchraumes an. Ebenso wie die restliche Gebärmutterschleimhaut reagieren diese Herde auf zyklische Veränderungen, werden auf- und abgebaut und bluten. Da die Blutung nicht abfließen kann, entstehen weitere schmerzhafte Entzündungsherde und Verklebungen. Die genaue Ursache der Endometriose ist unbekannt. Zu ihren Leitsymptomen gehören Schmerzen von steigender Intensität, Bauch- und Rückenschmerzen, Blutungen im Stuhlgang und häufig unerfüllter Kinderwunsch. Ich hatte irgendwann mal morgens so extreme Schmerzen, das zog also wie gesagt bis ins Becken rein, ins Bein. Und irgendwie dachte ich mir, da stimmt was nicht. Das waren so Schmerzen, ich konnte nicht mehr richtig laufen und fühlte mich schlapp, abgeschlagen. Und bin dann zum Frauenarzt. Und der hatte wahrscheinlich schon den Verdacht, dass es Endometriose sein konnte. Und hat mich sofort ins Krankenhaus eingewiesen. Und viele Untersuchungen wurden gemacht, abgetastet. Und dann gab es die erste Bauchspiegelung. Und das war an sich für mich dann die Erlösung, weil die Endometriose da festgestellt wurde. Der Gang zum Frauenarzt, für die meisten Frauen die richtige Entscheidung. Denn auch wenn Endometriose nicht heilbar ist, gibt es operative und medikamentöse Behandlungsmaßnahmen sowie ergänzende Therapiemöglichkeiten. Und über die wollen wir heute sprechen. Es gibt in verschiedenen Städten klinisch-wissenschaftlich zertifizierte Endometriosezentren. Unser Beispiel heute ist Karlsruhe und dort Expertin ist Professor Dr. Daniela Hornung vom Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe. Sie begrüße ich ganz herzlich in dieser Runde und Ulrike Bauer. Sie sind Endometriose-Patientin. Ja. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Weile lang. In dem Film hatten wir eine Frau, die sagt, das ist schwierig überhaupt, bis diese Diagnose mal steht. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie in der Pubertät schon Regelschmerzen? Kündigte sich das dort schon an? Also in der Pubertät hatte ich ganz schlimme Regelschmerzen, dass ich sogar in der Schule umgefallen bin, weil es schlecht wurde. Und dann lag ich da erst mal ein paar Stunden in dem Raum, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist, und dann bin ich halt heim. Und das war immer so, wenn ich mal eine Regel hatte, die ersten 2 Tage. Und dann hat aber irgendwie, wusste man nicht, wovon das kommt oder das ist normal, dass man halt Schmerzen hat, wie das immer so gedeutet wird. Und festgestellt wurde es aber dann erst wirklich 1998, also viele Jahre später. Sie haben 2 Töchter erstmal bekommen. Das ist eigentlich eine tolle Sache, denn viele Patienten mit Endometriose haben eher auch Probleme beim Kinderbekommen. Da werden wir später im Laufe der Sendung auch noch ein paar Informationen darüber geben. Sie haben 2 Töchter bekommen. Wie alt sind die heute? Die Große ist jetzt 26 und die Jüngere ist noch 22.
In diesen Schwangerschaften wussten Sie da schon, dass Sie Endometriose haben? Nein, oder war das nein. Noch? Ich hatte vorher nie Probleme. Also vor der Schwangerschaft, nur in der Regelzeit, klar, aber in der Schwangerschaft gar nicht. Und die Probleme kamen erst dann danach, als ich dann keine Pille mehr genommen habe, nach der Schwangerschaft. Das heißt, die Pille war abgesetzt und ja. Wie haben Sie dann gemerkt, da stimmt irgendwie was nicht? Also ich hatte furchtbare Unterleibsschmerzen, ich konnte fast nicht mehr stehen. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt, der hat mich dann zum Frauenarzt geschickt. Und der hat dann sofort festgestellt, dass der eine Eierstock total kaputt war. Also war vier Jahre später, nachdem ich keine Pille mehr genommen habe. Und der war total kaputt, war voll mit Zysten und Myome. Und da wurde das dann festgestellt. Wie ging es dann weiter bei Ihnen? Dann stand die erste OP an wahrscheinlich. Ja, dann kam dann die künstliche Wechseljahre, also die GnRH. Da wurde man dann künstlich in die Wechseljahre. Und das hat dann auch nicht geholfen. Dann habe ich wieder die Pille genommen. Das hat dann auch nicht geholfen. Dann ging der nächste Eierstock kaputt. Also es hat dann gar nichts mehr geholfen. Wie viele OPs haben Sie insgesamt gehabt? 14. Wann wussten Sie ungefähr in diesem Prozess, dass Sie jetzt Endometriose haben und wie die Prognosen sind? Das wusste ich gleich nach der ersten OP mit dem Eierstock. Hatte ich eine gute Klinik und die haben mir das, also zumindest auf dem Papier stand es drauf. Ich wusste aber nicht, was es bedeutet oder was es noch alles mit sich bringt. Ich hab's nur gelesen. Hat in Ihrem Umfeld irgendjemand diese Krankheit gekannt? Nein, nein, gar niemand. Das heißt, da haben Sie da ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht? Ja, dann habe ich aber dann auch eine gute Frauenärztin gefunden in der Zeit. Also das war für mich sehr sinnvoll. Die hat mich schon aufgeklärt. Ne? Wie sind Sie, ich habe ja gerade eben schon gesagt gehabt, es gibt zertifizierte Zentren inzwischen für Endometriose. Wie sind Sie zu dem oder der Ärztin gekommen, die für Sie die richtige war? Wie sind Sie da vorgegangen? Das war Zufall. Mein Frauenarzt hatte Urlaub und dann war die als Vertretung. Und dann haben Sie gedacht, das passt. Da genau, und die wusste gleich, was Sache ist und dann bin ich auch geblieben bei ihr. Sie sind über eine sehr lange Zeit erkrankt. Ja. Wir haben ja im Film eben auch gehört, Endometriose ist nicht heilbar. Wie war bei Ihnen der Verlauf? Kam das irgendwann mal zum Stillstand? Vor 6 Jahren hat es dann mal aufgehört. Und vor 2 Jahren wurde dann wieder in der Herde gefunden. Und Ihre letzte OP liegt jetzt zwei Jahre her, genau. Mhm. Ihre eine Tochter, bei der haben Sie auch eine Zyste festgestellt, irgendwann medizinisch. Wie war das für Sie? Ganz schlimm. Also ich dachte, ich hatte jetzt auch Endometriose, weil die Symptome hat sie schon gehabt. Und der Hausarzt dachte, sie hätte eigentlich Blinddarmentzündung. Und ich habe mir gedacht, nee, das ist kein Blinddarm. So wie sie sich immer, wenn ich sie gefragt habe, was sie hat. Und dann war das so, dass sie dann eine Bauchspiegelung bekommen hat, weil die Zyste geplatzt ist. Aber sie hatte zum Glück keine Endoherde. Es war nur eine geplatzte Zyste. Also es muss nicht immer sein, dass es vererbbar ist. Aber klar, wenn man es selbst hat, dann macht man sich schon Gedanken. Ne? Wir fassen mal noch ein paar Fakten zusammen. Endometriose, eine zunehmend oft verkannte Frauenkrankheit. Sie wird oft nicht erkannt von den Patientinnen selbst. Es wird spät zum Arzt gegangen. Das Vorkommen und Wachstum von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter, das wird als Endometriose bezeichnet. Diese Gebärmutterschleimhaut hat sich quasi verirrt im Körper, könnte man vielleicht laienhaft sagen. Man kann auch sagen, sie ist einfach am falschen Ort gelandet. Bei Endometrioseherden handelt es sich um chronische Veränderungen. Das ist die schlechte Nachricht. Und die gute, die Wucherungen sind in der Regel nicht bösartig. Und alle Details hat jetzt unsere Expertin für uns. Frau Professor Hornung, möchte Sie noch mal begrüßen. Jetzt haben wir hier einen Fall gehört von einer Patientin, aber ich glaube, bei Endometriose gibt es solch ein Spektrum. Ist das richtig? Das ist ganz richtig. Die ersten Patientinnen kommen schon mit 13, also ganz junge Mädchen kommen manchmal in die Klinik, in die Praxis, wobei da die Hürde oft groß ist, überhaupt zum Arzt zu gehen, Angst vor Untersuchungen, Operationen. Aber da kann es schon mal anfangen. Manche Patienten haben es erst kurz vor den Wechseljahren. Die meisten sind zwischen 20 und 30, kommen eben wegen Schmerzen oder wegen unerfüllten Kinderwunsch oder wegen beidem. Die Wartezeit heutzutage ist immer noch 9 Jahre. Also Wartezeit, Sie haben es bereits erwähnt, manchmal wissen die Frauen nicht, was sie haben. Manchmal wissen auch leider die Ärzte nicht, was es ist. Und das ist leider weltweit. Also wir sind in Deutschland nicht besser oder schlechter wie sonst wo auf der Welt. Aber es ist schlimm, dass es 9 Jahre dauert, bis man mal erkennt im Schnitt, was das für eine Erkrankung ist.
Wir haben ja auch vorhin bei unserer kleinen Straßenumfrage gemerkt, wir waren froh, als wir dann eine Frau gefunden hatten, die tatsächlich sagen konnte, Endometriose, das kenne ich. Ja. Und man kann fast tippen, wahrscheinlich ist sie selber an Endometriose erkrankt. Die meisten Menschen können mit dem Begriff eigentlich gar nichts anfangen. Eine Rückfrage hätte ich noch zu Frau Bauer. Vielleicht, wir hatten das angesprochen, die Angst, wenn jetzt jemand anderes in der Familie, eine Tochter zum Beispiel oder eine Nichte, unter ähnlichen Schmerzen klagt, ist Endometriose vererbbar? Ja, tatsächlich. Also wir wissen, dass es eben die Endometriose-Familien gibt. Mutter, Tochter, Schwester, Zwillingsschwester. Es gibt da eine genetische Komponente. Ist jetzt aber nicht so, dass es garantiert ist, dass die Töchter erkrankt sein müssen. So auch nicht. Kann man das testen lassen? Es gibt verschiedene Untersuchungen, aber das sind Forschungsuntersuchungen. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was jeder Patient testen lassen kann. Es sind sehr aufwendige Untersuchungen, bei denen man diese Genveränderungen feststellen kann. Was sind denn überhaupt die Ursachen von Endometriose? Ja, zum einen die retrograde Menstruation. Wir hatten das ja vorhin schon in diesem einen Film kurz mal gesehen, dass es eben nicht nur nach außen blutet, sondern auch über die Eileiter nach innen in den Bauchraum blutet. Und eben nicht nur Blut, sondern auch wirklich Endometrium-Schleimhaut kommt nach innen in den Bauchraum. Das passiert allerdings bei fast allen Frauen. Jetzt haben Gott sei Dank nicht alle Frauen Endometriose. Man denkt, dass die gesunden Frauen das als fremd erkennen, dass dann Fresszellen kommen, Makrophagen, die diese Endometrium-Schleimhaut an der falschen Stelle zerstören. Bei den Frauen mit Endometriose klappt das irgendwie nicht, also so eine Art Immundefekt. Dann gibt es noch mehr Theorien, Ausbreitung über Lymphgefäße, Ausbreitung über Blutgefäße, Umweltgifte werden diskutiert, also zum Beispiel gibt es da Seveso, ist die Frage, Dioxin, spielt das eine Rolle? Dann gibt es Stress als Faktor, also viele Frauen, die Endometriose schon mal hatten, wo es wiederkommt, fragt man dann, hatten sie Stress? Und dann ist ja genau, jetzt hatte ich schlimmen Stress, beruflich, privat, und das ist sicherlich auch ein Faktor. Das heißt, ein bisschen könnte man auch selber das steuern, wenn man weiß, man hat Endometriose, kann man ein bisschen was durch seinen Lebenswandel auch tun, dass vielleicht die Krankheit nicht so schlimm verläuft, wenn sie auch nicht heilbar ist? Man kann es versuchen, aber Stressreduktion ist immer leicht gesagt und schwer getan. Ernährungsumstellung, gesunde Ernährung, Sport, all diese Dinge kann man zusätzlich versuchen, aber meistens geht es eben nicht ohne Operation und medikamentöse Therapie. Es gibt ja verschiedene Entstehungstheorien. Sie haben schon ein bisschen was dazu gesagt. Man teilt sie, glaube ich, in zwei größere Gruppierungen. Ist das richtig? Ja, also es gibt eben die peritoneale Endometriose, dann gibt es die ovarielle Endometriose, also ob es am Bauchfell sitzt oder am Eierstock. Dann gibt es noch die tief infiltrierende Endometriose, also wenn es richtig Organe betrifft wie Darm, Blase oder Harnleiter, da gibt es verschiedene Dinge. Und dann gibt es wieder Theorien, ob die Frauen verschieden sind, also ob es verschiedene Arten der Endometriose gibt. Dass sozusagen das Ganze ein Überbegriff ist und eigentlich sehr viele verschiedene differenzierte Krankheitsbilder. Macht die Sache natürlich nicht einfacher, wahrscheinlich auch nicht in der Art und der Wahl der Therapie. Welche Therapieformen gibt es denn? Richtig. Das ist ganz unterschiedlich, eben wo die Endometriose sitzt, wie die Beschwerden sind, wie es weitergehen soll. Oft steht am Anfang dann doch die Operation, also die Bauchspiegelung, wie wir das vorhin schon gehört haben, sodass man erstmal die Diagnose stellt, die Endometriose wegoperiert, soweit das möglich ist. Es geht nicht immer. Geht nicht immer durch die Bauchspiegelung? Es geht nicht immer, die Endometriose komplett wegzuoperieren. Es gibt zum Beispiel auch die erkrankte Gebärmutter, die Adenomyose, wo die Schleimhaut im Muskel sitzt. Und man kann ja nicht die Gebärmutter entfernen, solange noch Kinderwunsch da ist. Also sind es manchmal auch nur Teiloperationen. Das heißt, da wird abgewogen und geguckt, wie ist der Lebensverlauf, was ist noch geplant, wie geht es weiter. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei Ihnen war der fast glückliche Umstand, dass Sie eben schon zwei Kinder dann auch hatten, bevor das erkannt und behandelt werden musste. Aber häufig ist das ja nicht der Fall. Welche Möglichkeiten gibt es außer der Operation nicht? Die Bauchspiegelung ist ja noch eine relativ zahme Operation, sage ich jetzt mal. Ja, kommt drauf an. Wir können inzwischen sogar Darmteilresektionen laparoskopisch durchführen. Das sind dann richtig große Operationen, die auch 4 Stunden oder mehr gehen können. Man kann natürlich auch offen operieren, das versuchen wir heutzutage, aber wenn irgend möglich zu vermeiden, weil größere Narben doch mehr Schmerzen ergeben, mehr Verwachsungen. Also wenn es geht, immer irgend möglich mit der Laparoskopie. Man kann natürlich auch medikamentös behandeln und wie wir da gehört haben, zum Beispiel die Pille hilft schon in gewisser Weise, dass die Herde nicht weiter wachsen oder sogar schrumpfen. Allerdings, wenn man die Pille dann absetzt, zum Beispiel, weil man schwanger werden will, dann können die Herde entsprechend wieder wachsen.
Es gibt eine spezielle Therapie mit Visan. Das ist so ein reines Gestagenpräparat, ist sogar zugelassen zur Therapie der Endometriose. Die Pille müssen die Patienten ja auch heute noch selber bezahlen. Dann hatten wir schon gehört von diesen Wechseljahrspritzen, die sehr effektiv sind, aber auch sehr viele Nebenwirkungen haben. Hitzewallungen, Osteoporose und so weiter, sodass man die nicht auf Dauer einsetzen kann, mal 3 Monate. Was raten Sie Patienten, die vielleicht jetzt mit einem nicht ganz so schweren Endometrioseverlauf zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte eigentlich keine Operation und ich möchte auch keine medikamentöse Behandlung? Gibt es alternative Möglichkeiten? Das kommt darauf an, wie und wo die Endometriose sitzt. Also wenn die Endometriose wirklich Organe betrifft, also zum Beispiel den Eierstock zerstört und die Frau hat noch Kinderwunsch, dann muss man wirklich dringend zur Operation raten. Oder es gibt zum Beispiel Endometriose, die in den Harnleiter einwächst und dazu führt, dass die Niere zerstört wird. Dann muss man operieren. Es gibt einige wenige Frauen, die haben Endometriose und keinerlei Beschwerden, wo man das sieht, zufällig bei einer Operation, zum Beispiel bei einer Sterilisation. Dann wird man die Herde entfernen und muss nicht weiter therapieren. Kann Endometriose auch einen sehr schweren, also vielleicht auch tödlichen Verlauf haben? Also tödlicher Verlauf ist Gott sei Dank extrem selten. Es gibt ein paar Fälle in der Literatur, wo die in die Blutgefäße eingewachsen ist und es dann zum Verbluten der Patientin gekommen ist. Aber das sind 3, 4 auf der ganzen Welt. Was allerdings auch passieren kann, ist, dass Endometriose bösartig wird. Sie sagten vorhin bereits, Endometriose ist gutartig, Gott sei Dank, meistens. Aber es kann eben bei langjährigem Verlauf, gerade der Eierstocksendometriose, auch zu Eierstockskrebs kommen. Und ganz wichtig immer die Früherkennung. Je früher man es weiß, umso früher ist auch eine Therapie möglich. Wir haben nachgefragt am Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Ich habe eingangs gesagt, es gibt inzwischen in Städten zertifizierte Zentren für Endometriose. Das Städtische Klinikum ist auch eines. Und dort haben wir den Chef der Gynäkologie 2 Fragen zum Thema Endometriose gestellt. Dem Kinderwunsch nachzugehen, und zwar besser heute als morgen oder übermorgen. Das Problem bei Kinderwunschpatientinnen, die Endometriose haben, ist, es muss ein Gesamtkonzept her für die Behandlung. Und das ist häufig nicht der Fall. Die Frauen werden in einigen Kliniken wirklich gut operiert. Man sagt dann aber nicht, jetzt haben sie eine gute Chance, schwanger zu werden, bitte gehen Sie jetzt dem Kinderwunsch nach, sondern die Frauen lassen dann vielleicht wieder 2, 3 Jahre vergehen in ihrem Leben. Dann kommt der Kinderwunsch, dann ist die Endometriose aber wieder aufgeflackert, wieder da und dann fängt man wieder von vorne an. Man muss jungen Frauen sagen, wenn sie Endometriose haben, könnte es Probleme geben, eventuell schwanger zu werden. Überlegen Sie sich, wann Sie schwanger werden wollen, versuchen Sie das zu planen, nicht zu weit nach hinten rausschieben. Und dann sollte man auch überlegen, ob man eine Operation vielleicht verschieben kann, um dann nach dieser Operation, wo eine gute Chance, schwanger zu werden, besteht, dann direkt den Kinderwunsch anzugehen. Es gibt viele Medikamente, die Endometriose günstig beeinflussen. Das häufigste Medikament, was eingenommen wird, dafür ist die Pille, die ganz normale Antibabypille. Aber man darf sie nicht zyklisch einnehmen, 21 Tage mit 7 Tagen Pause, sondern man muss sie im Langzyklus oder per Langzeiteinnahme, also 1 Jahr lang durchgehend ohne Pause einnehmen. Damit kann man Endometriose-Schmerzen günstig beeinflussen, Endometriose günstig beeinflussen. Das zweite Medikament ist ein reines Gelbkörperhormonpräparat. Visan, was zugelassen ist zur Behandlung der Endometriose, das kann man anwenden, nimmt man auch ohne Pause ein. Und dann gibt es noch andere Medikamentengruppen, die nicht spezifisch für Endometriose entwickelt worden, aber mit denen man Endometriose eventuell auch gut beeinflussen kann. Die große Angst vieler Patienten, wenn sie hören, sie haben Endometriose, wenn sie verstanden haben, was das so ungefähr für eine Krankheit ist, ist tatsächlich das Thema, kann ich eigentlich noch schwanger werden? Wie gehen Sie da im Beratungsgespräch vor, wenn die Patientinnen zu Ihnen kommen? Ja, es ist so, dass wir, wenn wir operieren, also zum einen die Endometrioseherde soweit irgend möglich komplett wegoperieren, nicht nur anschauen, nicht nur an der Oberfläche verkochen, sondern wirklich herausschneiden. Dann muss auch immer geprüft werden, ob die Eileiter durchgängig sind. Das kann ja sein, dass die durch Endometriose verschlossen sind. Da wird so ein blauer Farbstoff in die Gebärmutter gespritzt und der muss dann eben durch die Eileiter durchgehen. Und das andere ist, dass zum Kinderwunsch auch der Partner dazugehört. Das darf man nicht vergessen. Es könnte zwar an Endometriose liegen, es kann aber auch mal an dem Mann liegen. Das heißt, dass da auch die Spermien untersucht werden müssen. Richtig, zu 30% liegt es nur am Mann, zu 50% nur an der Frau und zu 20% an beiden zusammen. Frau Bauer, Sie haben ja auch Kontakt mit anderen Endometriose-Patientinnen, weil man schließt sich gerne ein bisschen zusammen, wenn man ähnliche Probleme hat. Wie wird da das Thema Kinderwunsch diskutiert in Ihrem Umfeld?
ja, schon diskutiert, aber nicht so großartig, weil wo halt keine Kinder haben, denen merkt man das halt schon an. Die reden zwar nicht groß darüber, aber man merkt es denen an, dass sie halt schon drunter leiden. Oder bei manchen geht halt auch die Beziehung dadurch kaputt, weil sie keine Kinder kriegen, ne? Über vieles wird nicht geredet in dem Zusammenhang mit der Krankheit. Das war auch auffällig für uns, als wir recherchiert haben zum Thema Endometriose. Wir sind mit vielen Frauen ins Gespräch gekommen, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Aber wenige wollten eigentlich damit in die Öffentlichkeit. Merken Sie das auch, wenn die Patientinnen zu Ihnen in die Sprechstunde kommen? Ja, in der Sprechstunde, da sprechen sie tatsächlich schon. Also so, dass wir ja schon mal einen Fragebogen haben, den sie zu Hause oder dann bei uns im Wartezimmer ausfüllen können, wo wir eben wirklich genau auf alles eingehen, auf alle Arten der Schmerzen, eben auch auf unerfüllten Kinderwunsch, und dann wird tatsächlich gesprochen. Kann es auch manchmal sein, dass der Kinderwunsch nicht zur Erfüllung kommt und man dann überhaupt erst feststellt, die Frau hat Endometriose, richtig, dass man also gar nicht wegen der Regelschmerzen zum Beispiel die Krankheit entdeckt? Absolut. Und dann werden sogar die Frauen früher entdeckt. Also bei unerfülltem Kinderwunsch wird schon nach 3 bis 4 Jahren nachgeschaut, wo es dran liegt. Bei den Regelschmerzen im Schnitt 9 Jahre. Man merkt, dass Sie sich mit Ihren Patienten sehr so insgesamt befassen. Es gibt ja auch immer ein Umfeld zu jeder Krankheit. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Wie hat Ihr Umfeld auf Ihre Krankheit reagiert? Weil man hat nicht einfach mal nur kurzen Schnupfen, sondern man hat über viele Jahre ständig wieder Krankenhausaufenthalte. Ja, ist plötzlich auch einfach mal weg für Kollegen, für Kinder. Ja, also eigentlich schwer ist eher die Familie. Klar, die hat dann sich schon Sorgen gemacht, hat sich auch mit beschäftigt, aber Freunde oder so oder Bekannte, die konnte das nicht verstehen, weil die konnte damit nicht umgehen, wenn man dann sagt, man muss wieder ins Krankenhaus, wird operiert, und dann heißt es immer, ja, was hast du denn, du siehst doch gut aus, oder sieht man dir gar nicht an, und das ist halt das Problem dabei, ne? Und dann denken die immer, ne, die verstehen es eigentlich nicht. Ich habe auch schon eine Freundin dadurch verloren, weil die es einfach nicht verstanden hat, wenn man mal was ausmacht, dass man halt auch kurzfristig absagen muss, weil es einem halt einfach nicht gut geht. Und zusätzlich gibt es dann auch noch das Problem, also Sie hatten jetzt ja Kinder, die müssen ja versorgt werden. Ja. Wie haben Ihre Kinder das so gehandelt? Ja, also ich habe zum Glück gute Schwiegereltern, und die haben die sehr gut versorgt in der Zeit. Die Kinder fanden es zwar nicht so toll, weil die damit ja noch nicht so umgehen konnte und wusste ja nicht, warum die Mama wieder fort muss. Aber ich denke, wenn man dann im Hintergrund weiß, sie sind gut versorgt, also soweit es geht, dann ist also innerlich geht es einem dann schon besser, wenn man weiß, es sind gut aufgehoben. Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt durchaus auch noch alternative Möglichkeiten, die man irgendwo auch beim Arzt mit durchsprechen kann. Wie sieht es mit diesem ganzen psychosozialen Umfeld aus? Geben Sie da auch mit Tipps in den Endometriosezentren, wie man mit diesem Problem, sei es jetzt die Betreuung der Kinder oder vielleicht auch die Ächtung, will ich jetzt mal sagen, in der Gesellschaft damit umgeht? Ja, also so zum Beispiel, dass immer der Partner mitkommen kann, wenn das gewünscht ist. Das fördere ich sogar, dass man das zusammen mal klärt, was ist die Erkrankung, was bedingt das alles. Dann ist es so, dass eine Kur ab und zu mal genehmigt wird, also bei schwergradiger Endometriose oder schweren Schmerzen. Da wird dann viel auch geholfen, dass man unter Umständen einen Schwerbehindertenausweis bekommt, dass man bei der Arbeit Veränderungen erreichen kann, wenn die Arbeit nicht geht, und dass man eben auch wirklich mal psychologisch, psychosomatisch Dinge durchspricht, die man vielleicht da noch verbessern kann. Sind ja auch große Themen, also zum Beispiel die Gebärmutter zu einem Zeitpunkt zu verlieren, wo das nicht so ganz geplant ist im Ablauf des Lebens einer Frau, ist vielleicht auch nicht so einfach gewesen, Frau Bauer. Ja, also ich persönlich fand es nicht schlimm, weil ich ja das Glück hatte, dass ich die Kinder schon vorher bekommen habe. Also fand ich das dann für mich jetzt nicht so schlimm. Ne? Also ich habe damit angestellt und kein Problem gehabt hinterher. Sie erleben wahrscheinlich ganz andere Geschichten in diesem Zusammenhang? Ja, ganz unterschiedlich. Also manche Frauen, die eine kam mal mit 25 zu mir und sagte, sie hat ein Kind, die Gebärmutter muss raus, sie hält es nicht mehr aus, sie ist auf stärksten Schmerzmitteln, also Opiate. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht 25, also nicht bevor sie 30 sind. Und die Frau kam mit 30, sagt, ich habe Geburtstag, können wir morgen operieren. Wir versuchen aber möglichst nicht so ganz junge Frauen zu operieren, weil dann vielleicht doch nochmal der Kinderwunsch kommt. Und ja, ab 40, 45 bei chronischem Verlauf, vielen Operationen, da dann schon mal eher ganz jung. Eigentlich, wenn es irgend geht, lieber nicht.
Wir hatten das in dem kurzen Gespräch mit Professor Müller angesprochen, den Kinderwunsch möglichst nicht zu lange rausschieben. Das ist ja auch ein bisschen so ein gesellschaftliches Thema. Ja. Also viele warten mit dem Kinderwunsch einfach relativ lange. Was raten Sie Ihren Patientinnen? Ja, man muss einfach wissen, das ideale Optimum zum Schwangerwerden rein biologisch gesehen ist zwischen 20 und 30. Und die meisten Frauen heute versuchen erst ab 30 überhaupt schwanger zu werden, was ja eventuell kein Problem ist. Aber wenn dann noch so eine Erkrankung wie Endometriose dazukommt, kann das schon ein Problem werden. Also man muss drüber sprechen. Man kann natürlich jetzt nicht die 18-Jährigen zum Schwangerwerden ermutigen, aber wie gesagt, Aufklärung ist da wichtig. Tun wir ja gerade, Frau Bauer. Wie sieht es damit aus? Was haben Sie für unsere Zuschauer vielleicht noch, die vielleicht sagen, Mensch, ich kenne da jemanden, vielleicht sollte ich da auch mal einen Tipp geben. Gibt es sowas, dass Frauen so von sich aus zögern, zum Arzt zu gehen, wo sie sagen, Mensch, mach das? Ja, also ich habe schon jemand erlebt, es war eigentlich beim Einkaufen, die kannte ich schon länger und die hat dann irgendwie das Problem mal geschildert, dass sie halt, wenn sie Erregel hat, so Schmerzen hat, ihr geht's nicht gut. Und dann habe ich ihr mal den Tipp gegeben, dass sie das einfach mal kontrollieren lassen soll. Und die fand es dann gut, dass ich ihr den Tipp überhaupt gegeben habe, weil normal redet man ja so nicht. Oder wie gesagt, die manche trauen sich einfach nicht drüber zu reden. Ich glaube, genau das ist das Thema. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie sich getraut haben und geredet haben für Ihre Tipps als Expertin. Und liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen und gehört, es gibt Endometriosezentren in den Städten. Dort können Sie sich hinwenden oder auch jemandem Tipp geben, wenn Sie denken, meine Freundin, meine Tante, das könnte vielleicht in diesem Fall geben. Es gibt dann Linderung. Das war's gewesen, BW Medizin für heute. Das große Thema Endometriose. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.